Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Delicious Emily's New Beginning in Wus Küche. Und wir machen direkt weiter mit Level 7. So, ich könnte Julie kaufen. Ja, dann mache ich das auch. Und dann haben wir alles. Okay. Was sagt die Prognose? So, warte mal, erstmal gucken. So, da unten haben wir etwas Neues. Also, wir haben Geschäftsleute kaum. Die haben wir, die Yuppies haben wir auch nicht so viele, aber einen Haufen Genießer, okay. Dann werdet ihr alle irgendwas abgeben, würde ich sagen. Wir bekommen schon mal die Genießer, die Punkte. Da gebe ich es erstmal den Geschäftsleuten. So, die geben das da wieder ab. Dann haben die 4. Und eventuell, warte mal, die Hipster an die Geschäftsleute, an die Genießer. Ach, ich würde das auch so lassen schon, ne? Oder ich nehme denen noch was weg und gebe das den Genießern noch, wenn das geht. Warte mal. Yuppies. Wo haben wir die denn da? Aber da haben sie nichts mehr. Okay. Yuppies hier an die Genießer. Ja, dann würde ich sagen, so versuchen wir das. Habe ich jetzt alles hier unten vergeben? Ja, habe ich. Okay. Oh, was sind das? Weihnachtsgeschenke. François, was tust du? Ich dachte, wenn du nicht zu Pages Party kommen kannst, dann bringen wir sie zu dir. Aber was ist mit Dainton? Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Auch wenn wir diese Geschenke verstecken müssen. Finde die Geschenke. Okay. Dann suchen wir mal die Geschenke. Da ist noch ein. Hier im Essen. Oh, ich brauche aber noch viele Geschenke. So, warte, jetzt erstmal Crepe. Dann das, das, das. Okay. Das ist für dich. Warte mal, da liegt noch ein Geschenk. Oh, was? Wir haben Eier? Moment, Kuchen, Getränk. Page krabbellos. Wo habe ich denn? Da ist die Maus. Ach, hier, 1, 2, 3. Ja. Warte. Mochten die Page? Ich glaube, ne? Oh Mann. Warte, da ist noch ein Geschenk. Hier, 1, 2, 3, ding. Mal schön auffüllen, so das und eine Kartoffel. Das brauche ich noch und eine Suppe. Einmal dahin. So, du kannst schon gehen. Warte mal, da ist noch ein Geschenk. Und du möchtest 1, 2, 3 Lachs. Oh, Lachs, ey. Lachs ist auch so lecker. Ding. Ah, Page. Nein, shit. Ja. 1, 2, 3. So, hier für dich. Büffeln. Verdammt. Da hat man Page einmal nicht im Auge. So, ihr wollt das und das. Okay. Ich brauche aber noch ein Geschenk. Wo ist denn das jetzt bitte eben hingeflogen? Hier wird mal aufgeräumt. Ich hätte auch Julie eben noch mal zu ihr schicken können. Ne? Ach, habe ich auch nicht dran gedacht. Naja. Das ist dann so. Ne, wo haben wir alle Geschenke? Ich habe keine Ahnung. So, das und das, das brauche ich, das, das und das für den Tisch. Wo ist Geschenk? Warte, das mit dem und die Suppe für den jungen Mann hier. Du kannst direkt gehen. Julie, dann geh doch mal dahin. Nee, Paige, du nimmst mal das bitte. So, ihr wollt das und das. Ihr möchtet einen Crepe und den Kaviar. Okay. So, bitteschön. Und Julie, geh mal da hoch. Hier wird aufgeräumt, hier wird kassiert. 1, 2, 3, Lachs für dich. Paige hat ihren Würfel noch. Okay, aber wo ist das letzte Geschenk? So, eine Kartoffel und ein Cocktail. Wo krabbelt sie jetzt hin? Nach da oben, hoffe ich. Ja, okay. So, warte. Wir brauchen das. Ich brauche das Weinchen und ich brauche das mit dem. So, und da wird mal bitte aufgeräumt. Julie nach da oben.
So, das, das und das. Und die Brokkolisuppe hier runter. Ich fange Paige mal gerade ein. So, was möchtest du, mein Freund? So ein Cocktail und das, das und das. Alles klar, bitte schön. Aufräumen da oben. Ach, auf sie. Hätte ich jetzt vielleicht auch noch warten können. Wartet mal bitte. Ich muss jetzt mal kurz nach dem letzten Geschenk suchen. Das kann ja nicht wahr sein. Ich sehe es wieder überhaupt nicht. Das ist immer das Letzte. Nee. Wo soll denn das sein, bitte? Nimm mal deinen Würfel. Warte, das. 1, 2, 3 hier für dich. Ah, da hinten. Alter Schwede. Hinter den Haaren, hinter den Blumen. Bing, bing, bing. So, wir brauchen das und das. 1, 2, 3 Eier. Hinter den Haaren, hinter den Blumen. Wie gemein, oder? So, mein Freund. Einmal Suppe und ein Weinchen für dich. Aufräumen da oben. Julie kann schon mal dahin gehen und Paige ihren Würfel, okay? Ach, sie macht das aber sehr hübsch mit dem Gegeige da oben. Na, warte mal, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch für euch. Und ihr wollt das, das, das und 1, 2, 3 Psalle Eier. Ich glaube, jetzt habe ich viermal geklickt, aber ist egal. Nichts passiert, nichts passiert. So, oh, warte, einen Crepe natürlich. Das sollst du doch bekommen. So, bitteschön, aufräumen bitte. Und dann brauchen wir Cocktail und die Suppe hier unten. Nee, Paige, nimm mal. Ich trau denen hier allen nicht, ey. So, du kannst auch schon gehen. So, 1, 2, 3 und den Kaviar. Sehr gerne. Julie mal da oben hin. Hier wird aufgeräumt. So, ihr wollt 1, 2, 3. Dann wollt ihr das, das, das. Und das Ganze noch einmal. Und ein Stück Kuchen. Bringst du es ja auch? Dankeschön. Bring es doch bitte auch darüber, Emily. So, Julie mal da hoch. So, einmal Brokkolisuppe und einmal das Ganze hier unten komplett. Okay. Bing, bing, bing. Aufräumen da unten. Entscheide ich mal, Lady. Kuchen und Brokkoli. Sehr gerne. Oh, oh, oh. Paige krabbelt los. Nein. Du wirst jetzt mal schnell noch eingefangen. So, und ihr wollt auch eine Suppe und eine Kartoffel. Na gut. Du hast ein bisschen Geduld, ne? Ich hoffe, die Geduld reicht, bis sie sich hier entschieden hat, die Madame. So, das und 1, 2, 3. Okay, bitteschön. Bing, bing, bing. Nachfüllen. So, ein Süppchen und einen Cocktail für dich. Jawohl, Kombo für mich. Aufräumen. Und du möchtest 1, 2, 3 und das hier. Okay, ich glaube, ja, mochten die jetzt Paige? Doch, die mochten Paige. Ja, ja, doch, doch, ich bin mir sicher, genau. 2, 3, sonst hätten sie jetzt schon gemotzt und ein Herz verloren, denke ich. So, bitteschön. Unsere Sterne haben wir auch. Und du möchtest das, das und das und einen Crepe. So soll es sein. So, warte. Banane mache ich dir noch drauf. Dann kannst du gehen. So, Paige, da ist eh keiner mehr. Dann gehst du mal zurück da hinten in dein Versteck. Hier räumen wir nochmal fix auf. Und dann haben wir den Tag. Sehr schön. Ich hatte schon Sorge wegen dem Geschenk. Wegen des Geschenkes. Ja, ja. Emily, ich werde ein paar Tage weg sein. Ich erwarte, dass du dich in dieser Zeit gut um mein Restaurant kümmerst. Natürlich. Kein Problem. Was ist denn passiert? Es könnte sein, dass ich ständig angerufen und mich als französischer Journalist ausgegeben habe, der Köche interviewt. Aber nur könnte. Ja, ja.
Ausweis. So ein Schlitzohr aber auch. Ob das mal gut geht, ich weiß ja nicht. Ja, kaufen können wir nichts mehr. Wunderbar. Was sagt die Prognose? Zeig mal her, was kriegen wir denn überhaupt dazu jetzt noch? So, also, da haben wir ziemlich viel wieder. Und da ist es ziemlich ausgeglichen. Okay, würde ich sagen, die Genießer geben einfach mal ab an die Yuppies. Ach nein, ich muss ja auch noch erst Dinger verteilen. Warte mal, dann nehmen das die Yuppies. Dann passt das schon. Und die Genießer kriegen noch Schokoli, die Light dazu. Und dann haben die richtig viel, ne? Okay, wir nehmen das. Ach, guck mal. Hurra! 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 Los, Leute, helfen wir Paige dabei, die Kerze auszupusten. Paiges erster Geburtstag. Ach, schön. Und alle sind da. Komm, wir öffnen ein paar Geschenke. Ja, los, Paige. Alles kaputt reißen. Was hast du? Eine Puppe. Wird gleich weggeworfen. Sie will lieber den Karton. Schatz, möchtest du ein weiteres Geschenk öffnen? Nee, sie will den Karton. Ich schätze, wir werden die anderen Geschenke später öffnen müssen. Ach schön, bediene die Partygäste. Ach so, och. Ach guck mal, jetzt haben wir hier 9, der auffüllt. Ja cool, das soll mir auch recht sein. Okay, die Partygäste bedienen. Na gut, ich dachte, wir könnten Geschenke öffnen. Aber okay, Partygäste bedienen ist ja auch in Ordnung. Da hinten liegt die Puppe rum. Super. Ach guck mal, und Paige sitzt jetzt hier bei den Großen am Tisch. Na klar, sie hat ja auch Geburtstag. Das heißt, ich muss sie gar nicht einfangen. Das ist ja super. Das mag ich. Oh, warte mal. Bridget möchte ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen für Bridget. Bing, bing, bing. Nachfüllen bitte. So, ich brauche das und das. Ach, das ist ja entspannt. Hier mal nicht auf Paige achten muss. Schön. Und sie sitzt da ganz brav. Kriegt sie denn irgendwie wenigstens auch ein Stück Kuchen oder irgendwas? Das wäre ja, da ist die Maus. Das wäre ja nur gerecht, ne? Immerhin hat sie ja Geburtstag. So, da muss mal aufgeräumt werden. Julie, kannst mal... Ach so, ja, die kommen jetzt zum Bezahlen. 1, 2, 3. Und ein Wein hier, bitte. So, bitteschön. Aufräumen da oben. So, 1, 2, 3. Das. Und einen Cocktail für Antonio. Na klar, machen wir doch. So, warte. Fisch und Cocktail. Alles klar. Bitte schön. Ihr könnt gerne ein bisschen mehr bestellen, liebe Leute. So, einmal Brokkoli und hier unten eine Kombination. Und die Kartoffeln nehme ich auch noch mit. Okay. So, das und 1, 2, 3. Warte, Banane muss ich noch drauf machen und die Schoko natürlich. So, kannst gehen, danke schön. 1, 2, 3 und dann brauchen wir das und das. Ja, so kombomäßig ist es gerade nicht ganz so gut. So, Bridget möchte schon wieder Kuchen. Na, dann lass es dir schmecken. Bing, 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 bing. So, dann brauche ich das und ich brauche das. Einmal für dich, bitteschön. Ja, kombomäßig ist es nicht so gut, ne? Na gut, also wir brauchen das. Ich brauche das. Ich brauche den Wein und ich brauche den Kaviar. Und Bridget will schon wieder einen Kuchen. Na, sag mal, Fräulein. Schmeckt der dir? So, das ist für dich. Jetzt versuche ich aber mal hier wenigstens eine Kassenkombo hinzukriegen. So, 1, 2, 3. Und dann das für dich. Bitteschön. Na also, so bing, 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 auffüllen, aufräumen da oben. Julie langweilt sich, glaube ich, ne? So, das brauchen wir und das brauche ich und das hier unten einmal komplett da hoch. Oh, Wein für Bridget, Moment. Fast nicht gesehen da unten in der Ecke. Warum sitzen denn Antonio und Bridget hier auch so einzeln? Hätten doch hier auch einen Sechsertisch hinstellen können.
Naja, vielleicht wollten sie ihre Ruhe haben, weil sie flirten und shakern. 1, 2, 3. So, das, das und das. Möchten in ihrer Zweisamkeit nicht gestört werden, vielleicht. So, Kartoffel und dann brauchen wir das hier bitte. Okay. Bing, 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 bing. Oh Mann, die arme Puppe. Wo hast du denn deinen Karton jetzt hingemacht, Paige? So, das, das und das. Und ein, zwei, drei Muscheln. Alles klar. So, kann's gehen. Und einen Wein für Antonio, natürlich. So, noch zweimal muss ich die bedienen. Und dann hätten wir die Partygäste fertig. Und Paige hat nichts bekommen, ne? Aber gar nichts. Ist ja nicht zu fassen eigentlich. Das Geburtstagskind geht leer aus. Finde ich nicht in Ordnung. So, 3150. Antonio ist heute trinkend unterwegs anscheinend. Bing, bing, bing. Mit dem würde ich noch gerne eine Kombo hier machen. Mit dem jungen Mann hier. Komm, entscheid dich. Kartoffel, 1, 2, 3, jawohl, kriegst du. Wunderbar. Ja, Paige, es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Wenn du nicht sagst, dass du was haben möchtest, dann kann ich dir nichts bringen. Bing, 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 bing. So, die Partygäste sind zufrieden, blockieren hier schön den Tisch. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So, Julie, geh du mal da hoch. Kannst dann noch ein bisschen fiedeln und hier oben werden nur zweimal Suppe gewünscht. Na gut. Vielleicht können wir mit denen jetzt hier oben die Kombo an der Kasse nochmal machen. So, eine Kartoffel und einmal den Kaviar. Kommt ihr bitte mal hier runter, da oben. Ich möchte gerne eine Kombo machen. Dankeschön. Das ist sehr nett. So, warte. Das möchtest du, das, das und das möchtest du. Jawohl, Dankeschön. Wiedersehen. Der zweite Stern ist da. Na, sollte doch hoffentlich klappen. Wir haben ja noch einen Moment geöffnet. Bing, 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 bing. Auffüllen. Ach, ich mag die Glocke. Die Glocke ist super. So, wir brauchen das und ein Crepe. Kriegen wir das noch hin, ohne dass er hier in der Mitte sein... Ne, ich bin mir nicht sicher. So, warte, 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 warte. Na, ich glaube, er hat schon... Ja, ja. Er hatte schon Trinkgeld verloren gerade, ne? Naja. Kriegen wir aber doch trotzdem hin, denke ich. Du bringst mir jetzt die Punkte, ne? Jawohl. Sehr schön, sehr schön. So, eine Kartoffel und einen Cocktail für dich. Und dann war's das. Wunderbar. Oh, hallo. Da habt ihr aber eine tolle Angestellte geangelt. Wir hatten in Wu's Restaurant nicht mehr so viel Spaß seit, also noch nie. Ernsthaft, Richard. Die beiden sollten gemeinsam ein Restaurant eröffnen. Richard? Oh, ihr hattet, ich habe zu schnell gesprochen und geklickt. Das tut mir leid. Ja, ich wollte... Bitte sagt da hinten nichts davon. Keine Sorge, das werde ich nicht. Wenn du jedes Mal nur die Hälfte von dem einnimmst, was du heute eingenommen hast, kannst du von mir aus jeden Tag eine Party veranstalten. Aber ich glaube nicht, dass Denken das möchte. Das möchte er. Ganz bestimmt nicht, ihr Lieben. Aber wir werden es sehen, vielleicht in der nächsten Folge. Oh, warte mal, Fotoalbum. Fotoalbum, natürlich. Ach, dass man immer erst da wieder hinblättern muss, wo man... Mann, oh. Wo waren wir denn? Ach halt, jetzt war ich zu weit. Was für eine Feier. Paige hatte eine tolle Zeit und wir halfen ihr alle dabei, die Kerzen auszuboosten. Auch hübsch. Ja, ihr Lieben, ob Denton das so gut findet, vor allen Dingen, ob er es gemerkt hat, dass François ihn verarscht hat, wir werden es hoffentlich in der nächsten Folge erfahren. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.